Einen wunderschönen Nachmittag, muss ich sagen. Wir haben schon Donnerstag. Ich drehe hier ein kleines Video vor und wollte euch ein bisschen vorstellen, was wir denn die Woche bekommen haben. Ihr seht das Ganze am Freitag. Und wo fange ich an? Wir fangen heute mit alkoholfreien Sachen an, also ganz typisch. Bin übrigens hier so ein bisschen Feiertagsstimmung. Bei uns ist das Wetter schön, bei uns regnet es nicht. Und gehe dann gleich an den Baggersee. Dementsprechend nur schnell hier ein Video zusammenstellen. Wir haben neu da schöne Geschichten von Fever Tree. Jeder kennt's, jeder hat es schon zu Hause, gerade meine lieben Gin-Freunde. Es gibt jetzt die Mediterranean und die Indian Tonic Variante in der 0,75er Flasche. Und es gibt jetzt ganz neu einmal die Wildberry Edition, auch gleich in der 0,75er Glasflasche. Finde ich sehr cool, haben wir jetzt schon da. Also wer das in größeren Mengen im Kühlschrank braucht, kann da jetzt zuschlagen. Und weil wir gerade bei alkoholfrei waren, hätten wir jetzt auch was Neues da, und zwar von Lauri. Das Ganze ist ein bisschen, soll man das vorstellen, Früchte und Botanicals, Dampf gegart und gefiltert. So mal schnell in 2 Minuten umrissen. Alkoholfrei, machen Jungs und Mädels in Frankreich, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Und finde ich eine coole, habe mich schon selber zu Hause getrunken, finde ich eine coole Alternative für all diejenigen, die fahren müssen, aber auch irgendwas Gin-Tonic-mäßiges im Glas haben wollen. Stückchen Orange rein, funktioniert echt gut und ist lecker. Haben wir jetzt da. Dann haben wir neu reinbekommen von Absolut die diesjährige Sommeredition mit dem Geschmack Wassermelone. Wer da zugreifen möchte, gerne, gerne, gerne. Dann haben wir was Whisky-mäßiges auch nochmal neu bekommen. Und zwar von Diensten. Gibt es schon ein bisschen länger, aber jetzt auch endlich bei uns. Und zwar den Dragon's Milk aus dem Stout Beer Cask oder mit Stout Beer Cask Finish. Haben wir jetzt da standardmäßig. Dann haben wir noch eine schöne Whisky-Neuigkeit da, die ich euch nicht vorenthalten will. Und zwar was aus der Schweiz mal wieder. Und zwar gibt es da einen neuen unabhängigen Abfüller, Long Valley heißt der. Macht die Firma Langer Thun. Und die haben hier ihre ersten 3 Abfüllungen rausgebracht. Ich halte es mal so ein bisschen hin. Und zwar haben wir hier einmal, was ich sehr cool finde, ein Glendronach Single Cask mit 10 Jahre. Alle aus dem First Fill Sherry Butt, wie man sieht, alle in Fassstärke, in dem Fall 58,1 Volumenprozent. Liegt für einen Glendronach, finde ich, für einen Single Cask relativ cool und fair bei 95 Euro. Und vor allen Dingen, es gibt nicht alle Tage welche. Dann haben wir hier den Balmenach 11 Jahre, auch mit 56,5 Volumenprozent, auch First Fill Sherry. Ja, wer halt eine Sherry-Bombe für den Sommer noch will, mit richtig Wucht. Das sind wir bei allen 3 Abfüllungen richtig, weil die letzte, das ist ein Dulaine, auch mit 56,5 Volumenprozent. Auch ein Single Cask, auch Sherry Butt, liegt bei 90 Euro. Die letzten beiden könnt ihr euch noch einen richtigen Brecher mit Sherry-Fassreifung für den Sommer holen. Dann habe ich noch was zu erzählen, denn der liebe Thomas Geisler von der Firma Klaus Kleinlagel und ich. Wir gehen am 12.06., glaube ich, ist es der Samstagnachmittag, eine Runde wandern. Und zwar mit 2 Zigarren und 3 verschiedenen Rums. Und wer da zufällig dieses Set haben möchte und auch zufällig an dem Tag wandern möchte, gibt es noch ein bisschen was, könnt ihr online ordern oder irgendwo taucht auch der Link auf, dass er da direkt bei unseren aktuellen Events landet. Und ansonsten haben wir für dieses Wochenende noch so ein kleines Aperitif-Special. Lauter Klassiker wie Lillet, Aperol, Ramazzotti Aperitivo, Asbach Rosé Aperitif und so weiter und so fort für richtige Knallerpreise, die ihr euch jetzt dann heute und morgen noch holen könnt. Und hoffentlich, wenn das Wetter noch bis zum Wochenende durchhält, dann am Wochenende ganz gemütlich euch noch was auf der Terrasse gönnen könnt. Genau. Ansonsten schon mal ein schönes Wochenende oder vielleicht sieht man sich hier. Ich gehe jetzt an die Wiesn. Ich wünsche euch was. Viel Spaß.